nachts zeigt sich der Energiehunger des Menschen. Selbst aus dem All sind die hell erleuchteten Städte zu sehen. Und der Energiebedarf wächst weiter. 2050 werden auf der Erde 10 Milliarden Menschen leben. Sie alle brauchen Energie. Machen wir weiter wie bisher, brauchen wir 2050 eigentlich die Energieressourcen von 3 Erden. Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, arbeiten daher an der Energieversorgung der Zukunft. Wie hier am DLR-Standort in Köln oder den Standort in Stuttgart und dem spanischen Almeria. Ihr Ziel? Kommende Generationen ausreichend, kostengünstig und umweltfreundlich mit Energie zu versorgen. Die DLR-Wissenschaftler haben ermittelt, wo Wasserkraft, Erdwärme, Sonne, Biomasse und Wind am ertragreichsten sind. Daraus haben sie ein Energiekonzept erstellt, das der Club of Rome Deutschland unter dem Namen DESERTEC bekannt gemacht hat. Ein Energieverbund zwischen Europa, Afrika und dem Nahen Osten soll regenerative Energiequellen dort erschließen, wo sie ertragreich sind. Es ist naheliegend zu sagen, wir ernten die Sonne dort, wo sie in ganz besonderer Weise auftritt. Und wir tun das in der dreifachen Zielsetzung einmal, um den Menschen dort, wo die Sonne geerntet ist, neue Möglichkeiten für Energieversorgung und damit wirtschaftliche Perspektive zu geben. Zweitens, wir tun es in einer Weise, dass dadurch auch das Ansteigen der Energienachfrage in Europa besser befriedigt werden kann. Es ist wirklich, wie man so sagt, eine Win-Win-Situation. Beide Seiten gewinnen, die afrikanische zuallererst, aber auch die europäische. Im Zentrum der DESERTEC-Pläne steht die größte Energiequelle der Erde, die Sonne. Ihre Energie ist unerschöpflich. Gerade die Wüsten der Erde bieten Sonne im Überfluss. Hier schlummert ein riesiges Energiepotenzial. Es sind die idealen Standorte für die Solarkraftwerke von morgen. Wäre diese kleine Fläche in der Wüste mit Solaranlagen bestückt, könnte sie eine vierköpfige Familie mit Strom versorgen. Rund um die Uhr, unbegrenzt und klimafreundlich. Und diese Fläche könnte den heutigen Energiebedarf ganz Deutschlands decken. Solarthermische Anlagen sind zwar unterschiedlich in ihrer Bauweise, in ihrer Funktionsweise sind sie jedoch immer gleich. Sie konzentrieren Sonnenenergie. In solarthermischen Kraftwerken wird die Wärmeenergie der Sonne genutzt, um Strom zu erzeugen. Dabei werden die Sonnenstrahlen von Spiegeln auf Receiverrohre reflektiert. Ein solcher Receiver ist ein dunkles Rohr, das die Sonneneinstrahlung aufnimmt und in Wärme umwandelt. In diesem Rohr befindet sich eine Flüssigkeit, die dadurch erhitzt wird und mittels eines Wärmetauschers anschließend Dampf erzeugt. Und dieser Dampf treibt eine konventionelle Turbine an und der daran angeschlossene Generator erzeugt letztendlich Strom. Solche solarthermischen Kraftwerke stehen bereits in Spanien und seit vielen Jahren in Kalifornien. Hier im DLR Test- und Qualifizierungszentrum für konzentrierende Solartechnik in Köln haben wir Prüfstände entwickelt und können zum Beispiel Receiverrohre und Spiegel untersuchen und genau aufeinander abstimmen. Solarthermische Kraftwerke haben einen großen Vorteil. Man kann die Sonnenenergie in Form von Wärme speichern. Diese Wärme lässt sich dann in den Abendstunden oder nachts abrufen und in Strom umwandeln. Es gibt dabei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Wärme zu speichern. In großen Solarkraftwerken werden heute vor allem riesige Tanks mit flüssigem Salz eingesetzt. In Jülich erforschen wir, wie effizient Sand Wärme aufnimmt und bei Bedarf wieder abgibt. Bei dieser Versuchsanlage strömt warme Luft durch den Sand und heizt ihn auf. Am Standort in Stuttgart arbeiten DLR-Forscher daran, die Wärme in riesigen Betonklötzen zu speichern. Außerdem testen sie die Speichereigenschaften von keramischen Stoffen oder Natursteinen in dieser riesigen Speichertestanlage. Satellitendaten verraten, wo die Sonne am stärksten und längsten scheint. Sie offenbaren gute Standorte für Solarkraftwerke mit klarer Luft, wenig Stürmen und geeignetem Gelände. Von hier aus kann der Strom über Gleichstromkabel zu den Verbrauchern gelangen. Gleichstromkabel transportieren den Strom auch über weite Strecken ohne große Verluste. Sie sind die Stromautobahnen mit wenigen Auf- und Abfahrten für den Ferntransport zu den Abnehmern in Afrika, dem Nahen Osten und Europa. Durch die Gleichstromtechnik wird Strom aus verteilten Quellen überall verfügbar. Sonne aus der Wüste liefert dann gemeinsam mit dem Wind der Küste, der Kraft des Wassers und anderen regenerativen Quellen zuverlässig sauberen Strom rund um die Uhr.
Tagsüber liefert die Sonne den Löwenanteil. Bei schlechtem Wetter weht der Wind besonders stark und Wasserkraft gleicht Lücken und Bedarfsspitzen aus. Im Desertec-Konzept versorgen sich die Wüstenländer selbst mit Energie aus Solarkraftwerken und werden sogar zu Stromexporteuren. Mit Solaranlagen wie dieser eröffnen sich neue wirtschaftliche Chancen für die Industrie im eigenen Land. Für mehr als 10 Milliarden Menschen mit einem Verbrauch von 5 Megawattstunden pro Kopf muss in den nächsten Jahrzehnten eine alternative Energiequelle gefunden werden. Die Sonne kann über solarthermische Kraftwerke ein Vielfaches davon liefern. Möglich wird das über ein Projekt in der Wüste, vom Nahen Osten über Nordafrika bis nach Europa. Aber auch die Solartechnik selbst bietet ein neues Wirtschaftsfeld für die Wüstenregionen. Bereits heute arbeiten Mitarbeiter des DLR mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen vor Ort in einem Expertennetzwerk zusammen. Die arabischen und afrikanischen Partnerländer sollen zukünftig ihren Bedarf an Fachkräften selber decken können. Auch für Aufbau, Pflege und Wartung der Anlagen werden viele örtliche Arbeitskräfte benötigt. Umweltfreundliche Entsalzungsanlagen wandeln mehr Wasser in Trinkwasser, brauchen aber besonders viel Energie. Die Sonne kann diese liefern. Die Wassergewinnung ist daher von Anfang an Teil der DLR-Studien. Europa ist abhängig von Uran, Öl, Kohle und Gas. Fossile Energieträger, die nur an wenigen Orten der Welt vorkommen und deren Lagerstätten endlich sind. Bis 2050 könnte sich Europa weitgehend aus dieser Abhängigkeit lösen und zusammen mit den Mittelmeerländern zum globalen Vorreiter im Umweltschutz werden. Die Energiewende lohnt sich, denn die Schäden durch den globalen Klimawandel gehen bereits heute in die Milliarden. Deshalb beteiligen sich auch Unternehmen wie die Münchner Rückversicherung an dem neuen Energiekonzept. Ich glaube, dass das Desertec-Konzept für Europa und Nordafrika sich realisieren wird, bin fest überzeugt davon. Ich bin sogar überzeugt davon, dass dieses Konzept exportfähig ist und kopierfähig ist für den nordamerikanischen Raum und die asiatische Region. Im Energiekonzept der Zukunft sind keine neuen Abhängigkeiten zu befürchten. Denn viele Produktionsstätten, verteilt über viele Länder, machen die Versorgung sicherer. Und viele Anbieter lassen die Preise sinken. Die Sonne scheint jeden Tag und der Wind geht nicht aus. Anders als Öl stehen erneuerbare Energien unbegrenzt zur Verfügung. Sie sind die Chance für die Entwicklung eines starken, neuen Wirtschaftsraums rund um das Mittelmeer. Und jetzt geht es darum, dass wir das zustande bringen. Aber wir machen das möglich in ganz kleine Schritte. Nur dann können wir diese ganze Entwicklung in die Praxis bringen. Aber insgesamt ist das eine große Revolution in der Energieversorgung, die wir noch nie gesehen haben. Und es wird kommen. Die Wüsten der Erde empfangen in 6 Stunden mehr Energie von der Sonne, als die gesamte Menschheit in einem Jahr verbraucht. Wann fangen wir an, sie zu nutzen?